Was ist das höchste? Super, Meister, Profi, krass, geil, über irgendwas. Da habe ich einmal mit Barcelona gegen ein Kack-Team gespielt. Und das war ganz geil. Das war richtig actionreich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wir schauen uns jetzt mal an, wie wir heute spielen mit Gurigiolini im Sturm. Das kann ja was werden, Alter. So, kommen wir erstmal wieder rein. Möglichst wenig Fehlpässe bis gar keine. Dann ist das gut. Schau mal da oben, Konsolenschwein. Der legt sich immer ein bisschen vor. Zieht nochmal zurück. Oh, Skills to pay the bills. Gurigiolini mit der Vorlage auf Nils. Und Chris kann auch mal draufziehen. Der Ball ist abgefälscht und fliegt sogar fast ins Tor. Wow. Alles klar. Eckstoß. Da vorne. Chris kriegt den vielleicht. Nee, Marvin. Der rennt extra zurück, um den zu bekommen. Ich glaube, Gurigiolini war im Abseits. Und Salah, Nils. Ach, das ist Nils. Ich dachte, das wäre Chris. Sonst hätte ich jetzt abgezogen. Jetzt kommt Nils. Nee, abgeblockt. Okay. Tim holt sich den wieder. Alter, jetzt habe ich aber echt ein bisschen Bammel, dass die hier viel besser sein können. Ah, guck mal da oben. Genau, den Konsolenschwein. Flache Flanke. Aber das ist nicht... Alter, der tritt ihm voll gegen das Schienbein. Tim! Uiuiui. Okay, auch mal mit einem Strike. Das geht ja schon mal richtig gut ab hier. Wir spielen natürlich wieder bei Kackregen. Oh, da vorne. Den spielen wir jetzt mal an. Den Tim. Oh, Tim! Nein! Nein! Was war das denn? Niemals, Alter! Was war das denn? Was zum Teufel? Die Ecke von Chris. Alter! Niemals! Von der Brust abprallen lassen wie so ein nasser Sack auf den Boden und... Bam! Bam! Ach du Scheiße, was für ein Tor! 1-0 durch Tim! Oh, endlich! Oh, was für ein Treffer! Gurigiolini kann jetzt auch mal so einen machen. Niemals, niemals. So, jetzt steht's ja 1-0. Und was für ein 1-0 das war. Jawohl. Hey, ah, Scheiße. Oh, oh. Oh, da ist direkt der Ausgleich durch diesen einen Fehler von Hendrik. Da müssen wir direkt büßen. Usch, usch, ich hau dich kaputt. Usch. Ach, Mario Gomez, weißt du was? Du hältst jetzt mal dein Fressbrett, denn wir machen dich jetzt so fertig, das hast du noch nie in deiner Karriere erlebt. So, Marvin. Nee, Gurigiolini. Also das ist schon sehr tapfer, hier dann mit einem der schlechtesten Stürmer doch zu spielen. Warum kommt da so eine Kacke raus, wenn er einen guten Abschluss hat? Das verstehe ich nicht. Ach Mann, der muss doch mal wenigstens ein bisschen aufs Tor. Gurigiolini macht Druck. Okay. Dennis hätte den vielleicht zurückgewonnen. Ja gut, aber irgendwie müssen wir ja auch den Ball mal wieder zurückbekommen, ne? Die spielen ja auf Ballbesitz. Der ist ja kacke in dem Fußballspiel. Jawohl, oh. Jawohl, sogar noch drin gehalten. Gut, Marvin läuft ihm davon. Alter Vater. So, guck nochmal da oben. Konsolenschwein in die Mitte auf Jochen. Gewinnt nicht das Kopfballduell, warum auch? Nils.
Da kann man auch mal faul, genau, ein Foul pfeifen. Ah, ich glaube, der stand, nee, gar nicht, okay. Salah, okay, es kommt natürlich niemand an Salah ran. Das ist unmöglich. Drei Dinge sind unendlich. Unendlich. Scheiße, Mann, das war unendlich, genau, und nicht unmöglich. Das Dingen von Albert Einstein. So, 1-1 zur Halbzeit, das war schon mal eine Halbzeit. Die kann man sich mal geben. 60% Ballbesitz. Sieht gut aus. Die Gegner treffen natürlich beim ersten Versuch aufs Tor. So, jetzt aber genug von Gregiolini gesehen. Jetzt will ich, jetzt will ich Dennis hier sein. Ja, wobei, wir können... Ach, was ist denn, wenn ich Tim... 87, okay. Dennis hängende Spitze, Nils... Manu hole ich auch noch rein. Ja, alles klar, so machen wir das. So machen wir das. Zweite Halbzeit kann losgehen. Wir sind gewappnet. Mit Tim im Mittelsturm. Und jetzt Manu als Sechser. Kommt mit nach vorne. Kann ein bisschen laufen. Paul. Paul jetzt mit der Flanke. Das war irgendwie nur eine halbe Flanke oder so. Na, Fernandes. Tim. Ja. Okay. Ach, wir haben sogar Einwurf. War das nicht ein falscher Einwurf? Ey, warum kriegen die dann einen Wurf? Ah, Jochen! Du Monstrum! Auf Tim! Tor! Doppelpack! Oh komm, jetzt machst du aber mal einen Superjubel. Totaler Jubel mit X! Ja, okay, da ist nicht so wirklich viel. Ich muss einstellen, dass der irgendwas Cooleres macht, als nur High Five geben. Aber da ist ein zweiter Treffer schon. Wunderbar, wunderbar. Die Wiederholung dauert jetzt ein bisschen zu lange. Und das sah sehr dynamisch aus. Jedenfalls macht er hier schon seinen zweiten Treffer. Das ist super. Da freue ich mich. Boah, ja, ja. Cooler Hackentrick hier. Spielt der Salah noch? Der Salah wartet da oben. Jawohl. Tim. Okay. Paul, abseits, Marvin. Ja, eben. Abseits, dachte ich mir. Und er trifft sogar die Latte noch. Ja, ja. Bisschen zu hart im Abseits. Brauchst du dich nicht beschweren. Ach, Tim, da muss er eigentlich aufpassen. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Scheiße. Oh mein Gott, was für ein Pass auf Rossi. Warum ist das so schwer, hier alles zu verteidigen? Und warum stehen sie denn hier nur rum? Die können auch mal mehr machen. Jawohl. Marvin. Auf Dennis. Oh, ey, faul. Okay. Ah, Jochen. Ah, scheiße. Alter Vater, was ein Tackling. Ja, der regt sich da ein bisschen auf. Das ist echt eine intensive Partie hier teilweise. Wie eng das auch wird. Manu. Auf Tim. Verliert den Ball. Wir gewinnen ihn wieder. Hey! Oh, Alter, hat der denn umgelegt? Leck mich am Arsch, Junge, ey. So. Hey, unser erster Freistoß. Ich will was ändern. Christian. Florian spielt nicht, also macht ihn Christian. Wir probieren mal direkt aufs Tor zu bauen. Bauen, ja. Hey, meinst du, das geht auch so? Boah, ich habe absolut keine Ahnung, wie das mit den Freistößen, wie du hier einen reinmachst. Einfach mal ein bisschen. Na. Oh. Das ist scheiße in einem Spiel. Diese
Hilfsanzeige. Warum kommt da am Ende nur noch so eine Scheiße raus, wenn der Freistoßschütze selber einen 84er-Wert beispielsweise hat? Das ist Kacke. Weißt du, die Hilfe, die lässt alles so einfach aussehen. Warum ist es da nicht so einfach? In FIFA machen die, sind die Freistöße viel einfacher. Jetzt halt die Fresse. Jesus Christ. So. Och, Jochen! Keine halben Sachen hier. Jawohl, Alter. Das ist auf jeden Fall viel interessanter auf dem Schwierigkeitsgrad. Das ist ein guter Einfall gewesen. Hätte ich es selber gemacht, ich hätte es niemals selber gemacht. Oh. Junge, Junge, Wattenpass auf Marvin. Wattenpass, zieh ab. Ah, schade. Er ist jetzt nicht bekannt für seine tollen Tore von der 16er Linie. Aber das war auf jeden Fall gut gesehen von Tim Deck und sowas. Ah, da steht einer. Komm, machen wir direkt hier. Vielleicht kriegt den ja Marvin. Da ist er doch. Na? Felix zieht nochmal drauf. Aber das war überhaupt nichts. Es gibt immer noch einen Abstoß. Okay. Felix hat ja mal den Hammer gemacht. Und das Ding, das Spielgerät ist so richtig. Hey. Jawohl. Ja, jetzt kommt er immer noch durch. Und da ist natürlich der Treffer. Ja. Na sicher. Was denn sonst? Ist ja nicht so, dass Marius den jetzt hier schon gesichert hätte und einfach zurückpassen konnte. Nein, natürlich nicht. Er sieht den Ball, er ist einen Zentimeter vor dem Ball, will ihn zurückspielen. Nein, er verzieht nochmal 30 Zentimeter am Ball vorbei. Weil das, meine Freunde, das ist die Fox Engine. Hier könnte er zurückpassen. Nein, er bleibt nochmal hängen an Gomez. Oh, ärgerlich. Jetzt gibt's nur noch ein Unentschieden. Boah. Dennis. Viel zu wenig Schusskraft hinter. Ich lerne es nie. Jesus Christ, renn doch nicht weg, Alter. Warum soll denn das ein Freistoß sein? Das ist Körperkraft. Mann, nur noch ein 2-2. Scheiße. Trotzdem hat Tim zwei Tore.